Grammatik mit Anis. Natürlich ist Englisch eine schöne Sprache. Das hat überhaupt keiner bezweifelt. So schön, dass manche Lehnübersetzungen zur Mode werden. Heute ist es ja das Ende des Tages. Früher hat man ja immer so gesagt, was am Ende passiert, ist wichtig. Heute ist es am Ende des Tages. Oder Kohl damals. Wichtig ist, was hinten dabei rauskommt. Heute, was am Ende des Tages dabei rauskommt. Vielleicht heißt das nächstes Jahr dann in my book, statt nach meinem Verständnis. Oh, du kannst Englisch. Wow, das ist ja schon was in meinem Buch. Würde mich nicht wundern, wenn das kommt. Moden können gut sein, aber denkt auch an die Lederkrawatten, das war auch eine Mode und sie hat unsere Zivilisation beschädigt. Der Klassiker ist ja, das macht Sinn. Wir haben zwar im Deutschen eine eigene Wendung dafür, nämlich das ergibt Sinn, aber warum sollte man sich mit so etwas Banalem wie seiner eigenen Muttersprache beschäftigen, wenn man es ja auch auf Englisch sagen kann? Which makes perfect sense to me, you know. In my book.